Mein absoluter Lieblingsraum. Ich feiere ihn. Jetzt kannst du. Okay. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt zu so dumm, diese Fee einzusammeln oder was? Und nein! Tschüss. Hä? Wie verwirrt. Ich doch mit dabei. Ich wollte den Stahlhammer ausrüsten, ich Trottel. Da kommen wir her und hier müssen wir durch. Moment, bevor wir jetzt da durchgehen, komme ich auch wieder zurück. Oder hing das nur damals an dem blöden Randomizer, dass ich zurückkam? Oh, du schon wieder. Mäh, ich hasse dieses Ding. Aber wir haben es, glaube ich, gleich fertig. Oh ja, haben wir.
Ein kleiner Schlüssel. Erstmal ausrasten komplett. That escalated quickly. Genau, und hier glaube ich war eine Skulltie. Oder sie war mehr oder weniger im Original. Also es ist ja beides das Original, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Bad, bad. Ah, das war jetzt so einfach gestaltet, glaube ich. Hä? Ja, war mir klar. Komme ich von hier da dran? Das ist so die Frage. Ja, gut. Also wofür jetzt der Schalter? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Egal. Ich ahne Übles. Hä? Jetzt wird's getriggert, oder was? Lächerlich. Ah, hier ist das Skulltie. Ich höre sie. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Ich glaube, es fehlt nur noch eine, ne? Ja, einen kleinen Gang hier vorne gleich. Hui.
Und zwar brauchen wir hier die Ebene der Zeit wieder. Das ist so nervig. Man sitzt auf Five Head Move. Wenn jetzt der hier vorne an der Tür bleibt, ne? Bin ich froh. Wenn nicht, dann ist scheiße. Dann brauchen wir es nicht machen. Ja, er bleibt hier vorne an der Tür. Gut. Jetzt theoretisch müsste eigentlich genau. So, danke schön. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. The last but not least. Skulltula. Ne? Ja, fertig. Zum Teleporter zurückkehren. Sind wir nämlich hier vorne wieder. Bams. Bams. Und somit sind wir jetzt im letzten Raum vom Dungeon. So. Side Story wieder, ne? Link hat diesen Drachen eigentlich damals als kleiner Junge im Manga zumindest kennengelernt. Oder vielmehr freigekauft. Und nachdem er mehr oder weniger gegen Volvagia im Feuertempel kämpft, als Erwachsener, sagt Volvagia so: Ja, erinnerst du dich nicht? Du hast mich damals befreit. Und dann Link so: Nee, oder? Und hat halt mehr oder weniger dann so: Zack, stimmt, du warst ja der Drache. Und ich habe wieder was vergessen. Hey, ich war schon wieder gestorben, warum auch immer.
Sprich, wie gesagt, die Side Story ist: Link und Volvagia kannten sich schon, weil Link Volvagia freigekauft hat auf dem Marktplatz von Hyrule. Und nachdem Volvagia halt weint, fällt Link ein, dass er den Drachen ja kennt und konnte es halt nicht verstehen, dass Ganondorf sowas Böses halt gemacht hat. Sprich, er wollte nicht ja weg, sondern mehr oder weniger ist er halt gewachsen oder er ist halt wirklich gestorben. Aber ja, ist eigentlich voll sad, die Story zwischen den beiden. So, und dann gehen wir jetzt mal hier durch. Somit haben wir den zweiten Waisen befreit. Darunia. Wer hätte es gedacht? Halle der Weisen. Danke, danke sei dir mit, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Und somit haben wir zwei Amulette. Das Amulett, oder vielmehr drei. Ne, Licht, aber zwei Amulette befreit. Zwei Waisen. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Waisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Ja. Das werde ich auch nicht vergessen. Hier, genau. Todesberg abgeschlossen, Kakariko abgeschlossen, verlorene Welt. Da ist noch eine, das weiß ich mit den Krafthandschuhen. Da ist noch eine, die wir uns jetzt sogar holen könnten. Da ist noch eine, die können wir uns aber erst danach holen, nach dem Tempel, nach dem Wassertempel. Ja, und da sind die anderen. Da könnten wir uns schon einen jetzt holen, bei der Brücke. Könnten wir theoretisch machen. Ey Leute, wir sind fast durch. Vor allem jetzt sind alle Goronen mehr oder weniger wieder hier in Goronia, ja, weil wir sie ja befreit haben. Seid ihr? Tja. Dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum. Du 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 du
Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir nach dem Wassertempel den Geistertempel machen. Weil von den Amuletten her der Schattentempel zuletzt kommt. Das ist das Schattenamulett. Das ist das Geisteramulett. Gehen nämlich einmal schön rundrum. Dann kriegen wir nicht sogar eine, nee, eine 50er Belohnung, danach kriegen wir erst bei 100 wieder eine Belohnung. Müssen nicht die Brunner sogar hier vor? Nein, steht sie nicht. Dann holen wir uns erstmal die Brunner. Erstmal Epona vorweglaufen. Ah, genau, wir hatten, glaube ich, Epona hier vor dem Schloss geparkt. Reiten wir einfach gleich durch. Ne, wir reiten einfach gleich durch, weil da habe ich das Pferdchen schon mal dastehen, wo ich es dann auch später brauche, wenn ich Richtung Geistertempel will. Tja, damals konnte man halt nicht irgendwie mit Safe States oder so arbeiten. Ich habe mich auch nicht teleportieren können, aber scheiß drauf. Ist jetzt gar nicht mal so schlimm, dass wir drüber geritten sind. So. Das wird jetzt eine nervige Sache. Eisenstiefel an, Eisenstiefel aus. Eisenstiefel an, Eisenstiefel aus. Und dann immer dieses hin und her geswitcht zwischen dem Bildschirm, also zwischen den Fenstern. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause, bevor ich den Wassertempel jetzt als nächstes mache. Bis gleich.